Jo, moin, liebe Leute, da sind wir wieder in Klein-Berlin, hätte ich bald gesagt. Schongraven nennt sich dieses Kaff mit Markus zusammen. Kannst du ja auch umbenennen, gell? Ja, meinst du, ich soll das Berlin nennen? Also ich nenne das jetzt mal Eisenhüt. Da weiß ich nicht mehr ungefähr, was in Eisenhüt passiert. Eisen natürlich. Ja, weißt du, früher, wahrscheinlich war das so. Früher hieß das Eisenhüt. Und dann hat einer dann gefragt in der Kneipe, was ist Eisenhüt? Da sagte einer, in Stadt. Und dann wurde da Eisenhüttenstadt draus. Ja, das kann Das ich ist so eine jetzt Logik, ne? sagen. Ja, das. Ja. Oh, ich habe keine Klamotten mehr. Oida, was ist denn da los? Ich Gibt's ja wohl habe. gar nicht, ey, dass ich keine Klamotten mehr habe. Da ist aber dann mächtig was schiefgelaufen. Kann ich denn? Eigentlich wollte ich jetzt auf Eisen gehen und so weiter und so fort, weißt du? Aha. Also quasi, dass ich mir jetzt das Eisen hier wegbaue. Oder Was ist das denn hier? Ich habe hier was entdeckt. 1, 2, 3 Minen. Das ist Öl. ja. Ich habe Öl gefunden. Vier Stellen. Ja, wirst aber nicht allzu viel damit anfangen können, denke ich mal. Na, noch nicht. Ich kann nämlich mit Öl auch noch nichts anfangen. Was ist denn mit euch? Oh, Fressen geht zu Ende. Oh nein. Nicht mehr. Ah, da haben wir doch nicht. Klamotten, ja, Klamotten kann ich verstehen. Aber Fisch ist doch da. Ich verstehe nur nicht, warum bei den Bauernhäusern kein Aufstieg möglich ist. Oder die Häuser müssen voll sein, dass man die. Nee, da fehlt Ihnen irgendwas. Ja, ich sehe nicht was. Weil ich kann alles andere kann ich bauen, da ist Holz da, obwohl da war jetzt gerade, warte mal, Kleidung reduziert, okay. Also brauchen die mehr Kleidung oder wie? Ja, dann kann das natürlich sein, wenn dir die Kleidung ausgeht, wollen die natürlich ohne mehr. Ja, dann müssen wir hier noch eine Schaffarm bauen. Ja, weil das Problem hatte ich nämlich jetzt gerade auch. Mir sind nämlich auch die Klamotten ausgegangen auf Weil meine Seite. die kann ich nämlich problemlos ausbauen, weißt du? Dass der extra Brot und alles ran, ja, dass sie das haben und was fehlt denen? Die Klamotten. Ja, Klamotten. ja, ja. Gibt nichts Schlimmeres als, du keine Klamotten mehr hast. Ohne Felder? Dann brauchen wir hier noch ein paar Schafweiden. So. Walter Bier. Das Spalte kenne ich mir aus, was ich Bescheid. Holz ist voll, Brot läuft. Fisch, ja. Schnäppes, oh, Schnäppes können wir mal wieder. Mal schauen, das.
Bierinsel hier. Segel. Muss ich nicht verstehen, oder? Das müsste sich jetzt eigentlich hoffentlich langsam erholen. Oh, der Schnaps ist natürlich. Aber wenn ich hier mehr Schnaps produziere, als ich ihn verbrauche. Wäre das ja nur vom Vorteil. So, da ist das Problem. Ach so, das war das Problem. Ne? Da kann man ja auch mal was sagen, ne? So. Also gut, Holz ist voll. Stein left. Boah, bin ich schleppend, aber gut. Kann jemand hier noch machen? So, Klamotten steigt anscheinend wieder an, so wie das aussieht. Ausgelastet ist denn die Spinnerei? Boah, es geht ja noch. Brand wahrscheinlich. Achso, das war die Feuerwache. Da ist die Spinnerei, war die Weberei. Ja, die produzieren jetzt auch wieder. Jetzt mal fauliger Dreck. Lagerhaus. Ja. Los her. Essen Mini Baume. Okay, wunderbar. Ah, jetzt steigt das mit den Klamotten auch wieder. Kann man gleich bestimmt weiter ausbauen. Dann wollen wir mal. Personal fehlt. Natürlich, wie immer fehlt Personal. Ist doch klar. Auch
braucht 200 Mann. Ui, ui, ui. Ja, da kann ich jetzt gleich massiv Hütten bauen. Mal dreimal. Das ist nix. Biete dem Vieh eine Fläche zum Weiden. Ja, guck mal. Heute war ich sogar schon vor den Vögeln wach. Aber dann kann ich jetzt das Mehl. Nee, ich hole mir den Schnaps von oben. Boah, wie viele Klamotten soll ich denn hier produzieren? Die haben doch eigentlich alle Latten auf dem Zaun. Die einrichten. Von da nach da. Vor allem, die produzieren relativ schnell schon. Ich habe 3 Schaffarmen jetzt hier. Unglaublich. Ein Schäfchen im Garten? Wer mag das nicht? So, das dürfte eigentlich passen, oder? Oder nicht? Ja. So, was ist hier los? Schon 3 Schaffarmen hier, noch nicht genug, oder wie? Ich habe doch gar nichts geändert. Müsst du mich verarschen, oder was? Was ist hier denn los? Volles Lager, okay. Jo, dann lasse ich mir mal den Schnaps herkutschen. Das haben wir. Wunderbar, das steigt. Bäumchen. Brauchen wir natürlich einen Hochofen, ne, um das Ganze zu schmelzen. So! Ach Mensch, Mensch, Mensch. Braucht 100 Mann, jawohl. Dann brauchen wir das. Jetzt gerade noch nicht. Auch 200 Mann. Wow. Wofür? Für einen Hochofen. Box 200 Arbeiter. Ja. Weißt Bescheid, ne? Ja. Weißt du Bescheid, was du magst, ne? Ja, jetzt habe ich kein Holz mehr. Ja, Greiz. Die Rübe war so groß wie ihr Kopf. Bei finanziellen Mitteln gehen auch langsam zur Neige. Jetzt muss ich mich aufpassen. Die Rübe war so groß wie ein Kopf, na sowas. Was war so groß wie ein Kopf? Die Rübe. Ja. Hat er gerade gesagt, ja. Ich könnte mal wegen Wurst verkaufen. So, noch eine Schaffarm. Dann machen wir da noch eine Spinnerei hin. Können wir die auch gleich upgraden? Die eigentlich alles haben. Ja, Seife wollen die jetzt haben. Alles klar. So, jetzt haben wir 2 Spinnereien. Seife, Seife, Seife.
3-4 Mal da hinten, hätte ich gesagt. Marktplatztechnisch, wenn die Straßen grün sind, reicht das aus, wa? Sollte wohl ausreichen, ja. Na, mach's da. So, also eine. Nein. Bräuchte man zwei. Ey, wie viele Klamotten brauchen die denn? Der Balken geht überhaupt nicht mehr nach oben. Ja, Klamotten brauchen die massig. Junge, Junge, Junge. Ja. Brauche ich zwei davon. Brauche ich zwei davon. Und da habe ich schon keinen Stahl mehr. Ja, Gruzi. Oh, nee. Oh, ich bin stets fleißig. Also, wie eine Biene. Ein Feld bestellt sich ja nicht von selbst. Oh, ich bin stets fleißig wie eine Biene. Ein Feld bestellt sich ja nicht von selbst. Naja, kann schon sein. Stahl. So, was macht ein Stahlwerk? Es ist... Oh. Irgendwas fehlt immer. Wenn wir doch da gleich noch Feuerwehr hin, weil das gefällt mir nämlich ganz gar nicht. Hm. So, bin mir halbwegs sicher. Dann brauchen wir wieder Arbeiter. Man kennt's. So, hier werden jetzt Klamotten wieder gemacht. Lecker Holz. Oh, ist das grausam. Was? Wenn's kein Holz hast. Schäfchen im Garten? Wer mag das nicht? Nee. Wir verkaufen keinen Schnaps mehr aktuell. Und ich könnte uns mal der Bierproduktion auch schon wieder zu wenden, aber da brauche ich auch Stahl. Holz. Habe ich nicht. Ich hab nix. Junge. Ich hab schon nix. Das ist das Problem. Holzfällerhütte. Anbaufläche, Gut. Voller Warenausgang. Wow. Wer stinkt denn hier wie alter Käse? Brauchen wir hier ein Lagerhaus, würde ich sagen. So. Jetzt müssen wir oben mal ausbauen. Ja, es ist Holz genug da, aber ich kann die Bauernhäuser trotzdem nicht ausbauen. Oh Mann, ey. Die sind aber auch... Mir geht's jetzt gerade aber aktuell genauso. Es liegt nur an den Klamotten. Wie viele Klamotten soll ich denn hier produzieren? Sind die dumm oder was? Ja, jetzt musst du sagst. Ich sag gerade, dass Klamotten etwas mausen. Auf beiden Inseln sind die Klamotten etwas mau. Und trotz all dem, dass ich jetzt zwei Fische... Naja doch, jetzt müsste jetzt eigentlich wieder nach oben gehen. So.
Ah, okay. Du mal da her, die Handelsmühle, das kann man ja so langsam kriegen wir das wieder im Griff mit den Klamotten. Zufriedenheit, wie sieht das denn aus? Arbeitspensum, ihr Volk weiß die freie Zeit zu schätzen. Ja, jo. Wo soll ich in Arbeit? Du hast mehr als genug Arbeitslose. Ja, die kriegen alle Bürgergeld. Nö, kostet gar nichts. Ja, aber wo soll ich die denn einstellen, wenn ich hier nichts, keine in weitere Industrie habe? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Kommt hier noch mal eine Schweinefarm hin? Läuft eigentlich ganz gut, ne? Ja. So. Und noch eine Wurstfabrik. Aufstieg nicht möglich. Warum nicht? Ach so, weil Steine fehlen. Ah ja. Mhm. Ja, jetzt gern Bier brauen, ne? Aber die wollen ja Seife und hast du nicht gesehen und habe ich alles gerade gehört. Warum habe ich das nicht? Weil ich keinen Stahl habe. Du hast doch Eisen auf dem Schiff. Nö, nee, das habe ich für die erste Insel hergenommen. Ach so. Weil ich habe mir ja schon eine Insel besiedelt. Ah ja, da wird der wieder größenwahnsinnig. Natürlich. Ich fand die Insel halt einfach wesentlich besser als die Stadtinsel, was ich da hatte. Weltkarte, oh, mal gucken. Du bist ja noch gar nicht wirklich rumgefahren, oder? Klamotten nehmen ab. Nö. Alter, Alter. Die alte Weltregion, aha. Weiß nicht mal, wo ich bin. Ich habe aber aktuell keine Warnung. So, wie komme ich aus dieser Weltkarte jetzt wieder raus? Kannst du mir auch nicht sagen, wa? Nee.
Aha. Schrei mich nicht so an. Ja, ja. Das war jetzt nicht so gewollt. Ach so, da bin ich schon. Ah, ja, okay. Ich habe einen höllischen Durst. Ja, dann trink doch was, du Idiot. Was? Ich hab einen höllischen Durst. Was? Boah, kann mir mal irgendeiner Steine produzieren? Bald brennst du, brennst denn? Ich dann eins. Drei Ziegeleien mindestens oder vier oder so. Und natürlich direkt in der Zeitung, ne? War ja klar. Was denn? Das bei mir brennt. Ja. Da kannst du. Eine kannst Hütte, zwei Hütten, drei, vier, fünf Hütten brennen. Alter, nicht dein Ernst. Ja, da kannst du mal sehen, wie unsicher das bei dir ist. Die Feuerwehr ist doch unterwegs. Es ist kein Wunder, dass die Leute alle zu mir wollen. Aber ich habe 1084 und immer noch ein originelles Dorf. Echt? Ja. Ich bin in der Hafenstadt. Oh nee, es brennt immer mehr. Gibt's ja wohl nicht. Tut es nur Not. Gesamte Arbeitskraft plus 91, beschäftigt minus 350, Reserve an Arbeitskraft plus 259. Aber mir schaut's eigentlich ganz gut aus. Wählen Sie Anteile, die Sie erwerben oder verkaufen möchten. Ich möchte die Insel übernehmen. Leck mich. Vergiss es. 40.000 ist der Insel gerade wert. Wow. Rohanteil, natürlich. Könnt ihr mal schneller löschen? Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Jetzt kann ich auch die Häuser ausbauen. Ah. Ja, genau, ey. Jetzt bin ich eine. Oh, jetzt bin ich schlagartig eine originelle Hafenstadt geworden. Das muss man nicht verstehen, oder? Nee. Hast die Einwohnerzahl erreicht. Ja, aber auf einmal? Ja, ja. Das geht schlagartig. Das, die ganze Zeit war ich ein Dorf? Ich weiß ja nicht. Jetzt fängt die nächste Hütte zum Brennen an. Ey, pack's ja nicht. ...144 Getreidefeld, wow. Ja, wenn's einmal brennt, dann brennt's, ne? Ja. Aber jetzt haben wir es im Griff. So, jetzt haben wir 17 Stahl, jetzt können wir endlich mal Seife herstellen. Schnaps, Klamotten. So. Komplett mit. Und ich habe jetzt einen Hof, da wird Getreide geerntet. Habe ich ja zwei, ne, vier insgesamt. Boah, jetzt kann ich aber wirklich alles machen. Jetzt kann ich Stahlträgerproduktionskette, ja, Seife kann ich herstellen. Bier und Schnaps. Und Polizeiwache habe ich auch noch nicht. Okay. Aber ich kann erstmal einen kleinen Hafen. Ach, das so, das ist eine Kaimauer. Okay.
Schnaps, weil wir wollen ja jetzt dann aufsteigen. Sehr freundlich. Ach so. Okay. So, aber weißt du was? Wir sind schon wieder bei 32 Minuten. Wow. Wahnsinn. Ah, Wahnsinn ist das, gell? Zeit verrennt, das ist ja... Wo geht denn die Zeit hier? Ja, ich weiß nicht, gell? Aber naja, dann würde ich fast sagen, bis zum nächsten Mal, oder? Ja. Bis zur nächsten Runde und ich gehe jetzt eine Eisenmine suchen. Ja, mach das. Okay, tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal.